Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich stelle heute ein neues Paket von Level Up vor. Die Sorten sind von der Grundrezeptur oder von der Grundidee alte, aber das Spezielle dabei ist, Level Up hat eine Partnerschaft oder Kooperation mit Chupa Chups und die haben die drei beliebtesten Sorten im Shop zu einer sauren Reihe gemacht und die drei habe ich mir geholt. Und dazu gucken wir uns jetzt einfach mal an, was hier alles drin ist. Wie immer ein wenig Plastik. Hier ein Shaker, weil ich habe mir das im Bundle besorgt. Ein sehr nicer Shaker. Also die Idee vom Shaker ist immer die Grundidee. Das ist immer der gleiche, nur halt im anderen Design. Aber ich finde es ein sehr interessantes Design. Passt auch so ein bisschen dazu. Und was Level Up auch dazu gepackt hat, sind hier drei so eine sauren Chupa Chups Lollis. Das ist sehr nice. Dann kommen wir zu der ersten Sorte, wo ich sehr gespannt drauf bin, nämlich auf Sour Blue Crush. Ich muss sagen, Blue Crush ist einer meiner Favoriten. Das ist die erste Sorte, mit der ich angefangen habe. Und die hat mich sehr überzeugt. Und deswegen bin ich auch überzeugt oder gespannt auf diese Sorte, ob der saure Flavor mir gefällt, weil eigentlich bin ich eher nicht so der Fan von sauren Sachen, aber ich finde das echt interessant und gebe dem Ganzen einfach mal eine Chance. Jetzt kommen wir zur nächsten Sorte, nämlich zu Sour Galaxy Edition. Galaxy Edition kennt jeder. Ich habe dazu auch ein Ranking gemacht. Die hat auch bei mir nicht so abgeschnitten, die Sorte. Ich habe die auch so in meinem privaten Regal auch nicht mehr stehen, weil ich sie einfach nicht mag. Sie mir einfach nicht schmeckt. Aber ich gebe der Sorte einfach nochmal eine Chance. Vielleicht ist sie mit dem sauren Kick so ein bisschen besser. Wir können ja auch mal gucken. Die hat zum Beispiel Laktose enthalten. Also für Leute, die keine Laktose abkönnen oder laktoseintolerant sind, ist dieses Produkt da ja nichts. Das können wir auch nochmal hier gucken. Das hat zum Beispiel auch Laktose, ist also auch für die vielen, also für die meisten von euch leider nichts. Aber kommen wir jetzt mal zu der letzten Sorte, nämlich zur Sour Cherry Lemonade. Das ist Kirsche mit Limette in einer sauren Form. Ich weiß nicht, was da noch sauer gehen soll, weil ich durch die Limette das eigentlich schon gut finde. Wird interessant, sich das anzugucken. Auch von der Sorte bin ich nicht 100% begeistert, aber schon begeisterter als von der Galaxy Edition. Und ich finde auch das Design haben die echt gut gemacht. Also da Hut ab. Auch diese Sorte enthält
Laktose. Also sind diese drei Sorten leider nix für euch. Wie ja bei jeder gewöhnlichen Dose von Level Up ist immer eine Füllmenge von 320 Gramm drin. Das ist eine Portion von 8 Gramm. Und pro 500 Milliliter. Und ich muss sagen, das ist schon echt. Das ist echt in Ordnung. Jetzt haben wir hier noch einen Gutscheincode. Der ist noch bis zum 30.09. gültig. Und wir haben auch noch hier Poste dein Level Up Moment. Auch diese Aktion ist abgelaufen. Da kann man sein Ding, also sein Level-Up-Vorrat posten, sage ich jetzt mal. Das verlinkst du dann auf Facebook, auf Instagram, auf allen möglichen Kanälen, die sie haben. Und du hast halt dann die Chance, ein von 5 Jahresvorräten, die sie haben, zu gewinnen, aber auch nur die festen Sorten, so viel ich informiert bin. Also jetzt nicht von den Special Editionen, sondern nur von den festen, die fest im Shop integriert sind. Und ja, gucken wir mal weiter. Das war das soweit alles. Schade, dass hier leider kein Text von Chupa Chups drin ist, aber das waren so die drei Sorten, die Level Up mit Chupa Chups zusammen gemacht hat. Und ich bin gespannt, was diese Sorten können. Es wird demnächst auch nochmal ein neues Ranking geben, wo ich nochmal alle Sorten, die ich bis jetzt habe oder auch hatte, nochmal bringen werde und nochmal genau sagen werde, wie mir was gefällt, wo welche Sorte landet. Aber das muss ich erst noch ein bisschen einspielen. Also ich schätze mal so, vor Weihnachten wird es dieses Ranking nicht geben, weil es wird wahrscheinlich auch nochmal zum großen Black Friday irgendwie eine Aktion geben, wo ich vielleicht nochmal zuschlagen werde. Und deswegen gönnt mir die Zeit. Aber ich hoffe, dass ich es zur Weihnachtszeit schaffe, das Ranking zu machen. Es wird dann wahrscheinlich auch ein relativ großes Ranking, weil ich halt schon viele Sorten hatte oder fast alle Sorten eigentlich. Also es wird ein komplettes neues Ranking geben, wo alle Sorten, die ich bis jetzt hatte, sei es Nuklear, sei es Midnight Edition, sei es die Summer Edition, sei es die Anniversary Edition, sei es irgendwelche Editionen, die ich schon hatte. Egal welche. Es werden alle aufgelistet und alle, zu allen werde ich was sagen. Zu den einen kennt ihr meine Meinung, zu den anderen noch nicht. Aber das werdet ihr dann sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Teilt das von mir aus auch bei euren Freunden, auf den sozialen Netzwerken. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Kanal ein bisschen mehr Leben bekommt. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr nochmal was Neues sehen wollt oder doch lieber nur Level Up sehen wollt. Ich weiß, das letzte Video von Sugar Dad zum Beispiel, das ist bei euch nicht so gut angekommen. Ich nehme das als Kritik auf und ziehe daraus meine Schlussfolgerung und werde auch kein weiteres Video von Sugar Dad mehr hochladen. Wenn ihr das doch wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich überlege mir das dann nochmal, aber ich habe da für mich herausgeschlussfolgert, dass ihr das nicht wollt. Und ich bedanke mich recht herzlich und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da.